Guten Tag, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zeige ich euch den zweiten Teil meiner Ausbeute beim Drogerieeinkauf. Und auch hier testen wir, ob das Ü50 approved ist. Als erstes möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich wieder hier die Produkte einblende. Und ich hatte im letzten Video gesagt, dass ich demnächst mit einer Kamera filme. Das Projekt ist leider erstmal vorübergehend gescheitert. Kriegt das Scheißding nicht zum Laufen, beziehungsweise ich kann das noch nicht so richtig einstellen. Also machen wir es heute in gewohnter Manier mit Handy und hässlichem Hintergrund. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei mir. Fangen wir jetzt genau, also habe ich mich fies versprochen. Beginnen wir doch einfach mit den Grundlagen. Ich habe einfach eine Feuchtigkeitscreme, einen Primer aufgetragen und danach habe ich diese Foundation genutzt. Und zwar ist das die Catrice HD Liquid Radiance Foundation Long Wear. Also sie gibt einen smoothen Glow, verspricht sie, und sie ist aufbaubar. Genau, das ist sie. Ich trage sie heute, alles was ich euch hier zeige, trage ich auch schon. Ich finde diese Foundation spitzenmäßig, sie ist sehr, sehr flüssig. Ich habe sie zuerst auf meinen Handrücken aufgetragen und dann habe ich sie mit dem Pinsel im Gesicht verteilt. Sie ist wirklich unglaublich weich auf der Haut. Sie ist mittlerer Deckkraft, würde ich jetzt sagen. Ich habe sie an manchen Stellen doppelt aufgetragen, damit ich die richtige Grundlage habe. Sie ist in der Farbe, ich glaube, wir haben gar nicht so viel. Ich glaube, auch die Farbe Light Beige habe ich. Und darin befinden sich 28,5 Milliliter. Und der Preis ist einfach spitzenmäßig. Also dieses Produkt, ich kann es euch wirklich empfehlen. Wirklich, wirklich. Und auch gerade für uns ältere Häutchen. Sie spendet so viel Feuchtigkeit und dieser Glow. Wenn ich es nicht abgepudert hätte, ich glaube, ich würde richtig glänzen. Ein tolles Produkt. Ein weiteres Catrice-Produkt hat es in meinen Einkaufskorb geschafft. Und zwar die Blush Box. Auch hier findet ihr wieder ein Foto davon. Das ist die Blush Box Water and Sweat Proof. Da ich heute zum Sport gehe, also ihr seht, ich bin schon sehr sportlich gekleidet, habe ich mich heute auch mal ein bisschen dementsprechend ausgestattet und kann heute Abend nach dem Sport halt feststellen, was können die Produkte wirklich. Es ist ein Silky Matte Powder Blush with Light Diffusing Pigments. Das heißt, ihr tragt die auf, sie macht ein mattes Finish. Ich habe jetzt diesen Farbton gewählt und zwar, ach ja, finde ich gerade nicht. Auf jeden Fall einen ziemlich dunklen, könnt ihr das sehen? Weil ich möchte einfach zwei Dinge in einem erledigen. Ich möchte ein bisschen Kontur haben und ich möchte auch ein bisschen Farbe auf der Wange haben. Ich setze mal die Brille ab, könnt ihr sehen? Ich finde das sehr schön, weil das ist weder rosa noch pink noch irgendetwas, kein Pfirsichbacken, sondern einfach wirklich eine schöne Farbe im Gesicht. Und sie verspricht halt, dass sie wasserfest ist und auch schweißfest. Das kann ich dann natürlich nach dem Sport beurteilen. Das Gewicht beträgt 6 Gramm. Und was ich eben einfach auch total schön finde, ist, dass darauf etwas eingeprägt ist. Be brave, be you. Das bin ich und ihr doch auch, oder? Mein Gesicht abgepudert habe ich mit diesem Produkt von Wet n Wild. Und zwar ist das das Pressed Photo, also Photo Focus Pressed Powder. Und das ist neu im Sortiment. Ich habe es in der Farbe Warm Light. Ich zeige euch den Farbton einmal. Das ist so ein wirklich etwas helleres Beige. Daran finde ich schön, es steht schon auf dem Deckel, dass es cruelty free, also tierversuchsfrei ist. Und was auch schön ist, wenn ihr mal einen spannenden Fototermin habt, es ist Goodbye Photo Flashback. Das heißt, eure Haut wird so mattiert, dass es keinen Flashback vom Blitzlicht gibt. Und trotzdem ist die Konsistenz, mach mal wieder die Brille ab, ist sie seidig. Also ich habe ein total schönes Finish im Gesicht. Sie ist seidig und ganz weich und
Ja, sie sagt ja auch, sie ist silky. Und das kann ich auch wieder nur bestätigen. Absolut okay, wunderbar. Und da ich ja heute echt im Sportmodus bin, habe ich mir von der Firma Astor Perfect Stay Waterproof and Long Lasting Kajalstift besorgt. Den habe ich euch schon mal in meiner Astor-Serie vorgestellt, aber ich möchte ihn heute noch mal rausholen, weil ich finde die Farbe wunderbar. Das ist so ein, na, wie soll ich sagen, ein beige-grün, ganz klein wenig Schimmer, und ich finde das Ding richtig klasse. Den Farbton Sweet Khaki. Also das Produkt mag ich hier richtig gerne, und den habe ich mir heute auf die Wasserlinie aufgetragen, weil, wie gesagt, das ist mein einziger wasserfester Kajastift und darum gehört er für mich heute unbedingt dazu. Das letzte Produkt aus der heutigen Reihe von Drogerieprodukten, ob die 50, Ü50 geeignet sind und eben wasserfest, weil heute steht Gym auf dem Plan, ja, ist diese Mascara. Ihr findet auch hier wieder ein Bild. Und zwar ist das von der Firma Essence, You Better Work. Die haben extra so eine Serie herausgebracht für sportbegeisterte Frauen. Und zwar sind die alle wasserfest. Und hier steht auch die Längendefinition. Und das stimmt. Hinten drauf steht, für einen maximalen Längeneffekt und perfekte Definition während des Workouts und deiner Freizeitgestaltung wasserfest augenärztlich getestet. Jetzt bin ich ja wirklich jemand, der braucht extrem schwarze Wimpern. Und diese Wimperntusche hat es geschafft, mein Lieblingsprodukt ein bisschen in den Schatten zu stellen, denn ich habe es einmal aufgetragen und das ist jetzt auch bestimmt schon eine Stunde her. Es hält den Schwung, kann man sehen. Es macht richtig volle Pulle schwarz. Und nach dem Workout, weil tatsächlich, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und da ein bisschen rumstrample, wird mir schon ein bisschen warm. Und da ich nicht so üppige Augenbrauen habe, passiert es mir, oder auch im Sommer, ja, passiert es mir, dass mir wirklich Schweiß in die Augen läuft. Und bisher hatte ich es oft so, weil ich ja keine wasserfeste Wimperntusche benutze, dass es wirklich in den Augen brannte. Ich werde das heute austesten und sage euch beim nächsten Mal Bescheid, ob es funktioniert hat. Auf jeden Fall kann ich sagen, all diese Produkte, die ich euch heute gezeigt habe, sind in jedem Fall tauglich für Ü50. Ich garantiere euch das, weil ich bin am Testen, ich mache, tue und es entwickelt sich immer weiter. Und ich glaube, so langsam eigne ich mir auch das Wissen an, um einfach sagen zu können, ja, das funktioniert. Es funktioniert für mich. Es mag nicht für jedes Häutchen funktionieren und es mag nicht für jede Frau oder Mann funktionieren, aber für mich funktionieren diese Produkte. Und der Vorteil an Drogerieprodukten ist, man gibt nicht so irre viel Geld aus. Es hält sich alles in Grenzen und ihr könnt bei den eingeblendeten Fotos die Preise wiedersehen. Also ja, ich bin begeistert von den Produkten im letzten Video und auch von den heute gezeigten Produkten und probiert es aus und lasst mich wissen, was ihr vielleicht noch getestet haben möchtet von mir, weil ich bin da echt offen. Also ich danke euch, dass ihr hier wart und ich wünsche euch einen ganz bezaubernden Tag. Tschüss.